Hurra, die ganzen Abo-Boxen sind sowieso schon voll mit Pokémon Go-Videos und jetzt gibt's auch noch eins von meinem Kanal. Yeah! Ich mache ja ungern ein Video zu einem bestimmten Thema, nur weil da gerade ein Hype drum ist, aber die Story muss ich einfach berichten. Nächste Woche kommt das Musikvideo, in welchem ich mich selbst roaste. Ich weiß, Selbstlook stinkt und so bla bla bla, aber ich finde, das Video ist ziemlich gut geworden. Ein kiffender Mann war scheinbar so in sein Pokémon Go-Spiel vertieft, dass er nicht gemerkt hat, dass die Arena, die er gerade einnehmen wollte, auf einem Polizeipräsidium war. Irgendwelche Polizisten merken das natürlich dann direkt und wollten ihn natürlich dann direkt mitnehmen. Ist ja dann zum Glück nicht mehr so weit zur Station. Fast das Geilste in der Story ist dann sogar die Reaktion des kiffenden Pokémon Go-Spielers, als er dann von der Polizei angesprochen wurde. Der meinte dann nämlich direkt so: "Oh, shit, kann ich das noch schnell fertig machen?" Und er durfte sogar, meine Damen und Herren. Ich hoffe, er durfte auch noch den Joint zu Ende rauchen. Wie ist das eigentlich, wenn man bei einer Kontrolle den Joint zu Ende raucht und man nichts mehr sonst dabei hat? Dann hat man ja eigentlich keine Beweisstücke mehr. Das wäre doch eigentlich eine clevere Sache. Da einfach so zack, alles in einem Zug wegmachen. Die Geschichte zeigt, dass wir da auch ein bisschen Fortschritt gemacht haben in Sachen Cannabis und Kriminalität. Das Ganze ist in München passiert und die Polizisten haben ihn noch zu Ende spielen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das vor einigen Jahren passiert wäre, dass die Polizisten ihn direkt runter auf den Boden gedrückt hätten und wie einen krass schwerst kriminellen Mensch behandelt hätten. Wenn jetzt wer wen ermordet hätte, dann dürfte er zum Beispiel bestimmt nicht zu Ende spielen. Schnell ein Kommentar von mir zu Pokémon Go. Ich finde es komisch, wie viele Leute so sagen: "Oh, es spielen so viele Leute Pokémon Go, das regt mich so auf." Was? Warum regt dich das auf, wenn andere das spielen, solange du jetzt nicht vom Auto überfahren wirst, weil irgendwer das spielt und nicht auf die Straße schaut? Dann ist es natürlich klar, dass du dann, nachdem du überfahren wurdest, danach sagst: "Hey du Sau, was fällt dir ein? Du hast mich überfahren, hör mal auf, Pokémon Go während des Fahrens zu spielen." Dumm ist dann nur, wenn du am nächsten Tag in der Zeitung liest: "Oh, wie ich hier lese, hat der Lastwagenfahrer gar nicht Pokémon Go gespielt. Und er hatte sogar noch Handgranaten mit dabei. Huh, oh. Too soon?" Ja, jedenfalls ist es genau das gleiche wie bei Drogen. Wenn andere Drogen nehmen wollen und du magst keine Drogen, dann lass sie doch, solange sie dich in Ruhe lassen. Wenn andere Pokémon spielen, wieso sollte dir das auf die Eier gehen, solange sie dich nicht damit aktiv nerven? Abschließend kann ich noch sagen: Team Gelb, Motherfuckers! Woo!